Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zurück in TrainSim World 4 auf dem PC. Zusammen mit mir, ich bin Felix der Weise. Wir sind weiterhin unterwegs auf unserer Semmeringbahn, wo hier absoluter Wintereinbruch herrscht. Und haben letztens dieses letzte Szenario begonnen, indem wir hier in Ternitz gestartet sind und dann über Glocknitz hier bis nach Breitenstein gefahren sind. In Breitenstein gab es dann den Cut. Unterwegs haben wir noch einen zweiten Zugteil aufgenommen und in Breitenstein jetzt hier den Cut gemacht und heute geht die Fahrt weiter bis zur Station Semmering. Und nach der Station, in der Station Semmering wird es wohl so sein, dass wir dort, also in der Station Semmering wird es wohl dann so sein, dass wir wohl wieder die Rückreise antreten werden. Ich bin mal wieder begeistert von der Geschwindigkeitsüberwachung dieses Fahrzeuges. Sie begeistert mich absolut nur und sorgt dafür, dass wir wieder ordentlich Geschwindigkeit verlieren. Egal. Also, wir fahren jetzt erstmal zur Station Semmering, was ja eigentlich die Endstation der Reise sein soll. Aber wir erinnern uns an die angekündigte Länge dieses Szenarios. Und da ist es ja angegeben mit 90 Minuten, deswegen hatte ich euch ja von Anfang an gesagt, wir machen auf jeden Fall während unserer Fahrt bei der geschätzten Hälfte der Fahrt unseren Cut und dann sehen wir weiter. Ich gehe mal davon aus, dass wir entweder noch weiterfahren sollen oder dass wir wieder zurückfahren sollen. Also laut Logbuch sieht es wohl so aus, dass wir dann den Pass wieder herunterfahren sollen. 2,7 Kilometer sind es aktuell noch bis in Richtung Semmering. Und mal gucken, wo sollen wir in 6-5 Minuten ankommen. Das heißt, da werden wir noch ein paar Kurven zu befahren sein. Hier sehen wir auch noch mal, wie die Strecke im winterlichen Glanz erstrahlt. Wir sind heute auch mit einer Doppeltraktion unseres ÖBB 4024, also dem ÖBB-Talent, unterwegs. Ganz am Anfang der Fahrt konnten wir sogar kurz mal die Höchstgeschwindigkeit von 140 km/h ganz kurz ausfahren. Nun geht es aber eher hier gemächlich auf dem Semmering zu. Ja, wie gesagt, wir sollen auf jeden Fall Semmering erreichen und da müssen wir abrüsten, den Zug verlassen, dann mit ein paar Leuten sprechen und dann, wie es aussieht, wir gucken es mal durch, ja, wieder zurückfahren. Bis Bayer Bereichenau, also nur zwei Unterwegshalte haben wir dann. Das ist uns ja auf der Hinfahrt auch schon aufgefallen, dass es anscheinend eher hier so eine Art Express ist, der nicht an jedem Bahnhof hält, denn wir haben einige Bahnhöfe ohne Halt durchquert. Das war auch so vorgesehen. Das letzte Mal war es ja toll, wo wir einen zusätzlichen Zugteil aufgenommen haben. Fast schon so eine Art Systemhalt hinter uns hatten. Und ja, in Klamm-Schottwien waren wir ein bisschen zu früh, 2 Minuten. Und in Breitenstein haben wir es gerade so geschafft, den Fahrplan einzuhalten. Mal gucken, wie das jetzt hier in Semmering wird, wie weit die Station jetzt wirklich entfernt ist. Und hier müssen wir auf jeden Fall mit der Geschwindigkeit runter. Eieieiei. Nämlich jetzt nur noch 50 hier auf dem Abschnitt. Das ist auch mit so einer der steilsten Abschnitte hier. Wird auch dann lustig, den Berg wieder runterzufahren. Dieses Szenario hat den Schwierigkeitsgrad 4. Das bedeutet, also Schwierigkeitsgrad 4 bedeutet, das, ja, das ist der zweitschwierigste. Das schwierigste Szenario, das haben wir im vorletzten Video bereits gespielt, wo wir diesen Schiebedienst hatten. Heißt nicht Schubdienst, sondern Schiebedienst, wie ich jetzt gelesen habe. Aber alles, ja, so interessante Szenarien, dass es wirklich Spaß macht, diese auch zu spielen. Und es ist in der Tat, ich habe mal nachgeschaut, oder mal mich erinnert, das letzte DLC, wo wir wirklich alle Szenarien durch Let's Played haben, das war die Strecke Spirit of Steam. Das war die erste Strecke, welche Dampfloks geliefert hat. Und das war noch zu Zeiten von TrainSim World 2. Und da haben wir alle Szenarien durchgespielt. Und dann ist, ich glaube, danach kam keine Strecke, wo wir das wieder gemacht haben. Hängt aber auch damit zusammen, dass teilweise ja gerade bei so
zum Beispiel, ich nenne jetzt mal den Cajun-Pass, dass da teilweise die Szenarien extrem lang dauern. 2 Stunden, wo du da ja dann fast schon über 3 Parts nachdenken musst. Oder die Szenarien vielleicht manchmal nicht so... Ja, oder wo man sagt, nee, von der Handlung her jetzt nicht so super, aber gut, wir können natürlich gucken, dass wir auch bei S-Bahn Vorarlberg die Szenarien noch durchspielen. Bei Esuma dauern sie halt auch alle um 1 Stunde herum, da muss man auch immer so ein bisschen die Zeit ein bisschen einplanen. Naja, also so ein bisschen, dass ihr auch mal einen Einblick in meine Planung habt. So, hängt sich jetzt hier der Streckenmonitor auf, kann das sein? Oder schlingeln wir uns hier durch den Tunnel? Weil ihr kommt doch jetzt gerade einen Bahnhof, aber das ist noch nicht der Bahnhof, wo wir hin müssen. Das heißt, wir kommen verspätet in Semmering an. Ja, das ist der übernächste, also nicht der blaue, der jetzt hier kommt, sondern das der danach. Und hier fahren wir durch. Könnte natürlich dann auch schon sein, konnte ich jetzt nicht lesen, wo wir hier sind, das könnte natürlich sein, dass wir eventuell bei der Rückfahrt noch im Dunkeln eventuell ist das Thema der Dunkelheit noch haben. So, hier nähern wir uns dann nun schon dem Bahnhof Semmering. Deswegen bin ich jetzt aber auf die 45 hier zurückgegangen. Überwachungsgeschwindigkeit und so weiter. Das ist ja ein Bahnhof, wo wir uns jetzt annähern. Und die sind ja im Großen und Ganzen noch pünktlich erreicht. Also Spaß macht es auf jeden Fall. Wir wechseln einmal das Gleis. Ja. Das sind wir quasi dann schon für die Rückfahrt vorbereitet. Und wir halten... Oh, und da steht ein ÖBB-Zug. Was ist denn mit dem los? Kommt der uns entgegen oder ist der ausgefallen? Ah, ich ahne schon, dass wir die Ersatzleistung für den machen müssen. Was ist denn hier passiert? Ach, du großer Mist. Ach, du großer Mist. Was ist hier denn passiert? Eieieiei. Oh Gott, der ist irgendwie so ein Erdrutsch oder was reingedonnert. So, hier ist nämlich wirklich, ihr seht, 500 Hertz Magnet, weil wir an einem Bahnhof sind. Eieieiei. Oh Leute, aber ihr seht, ich spiele mit euch zusammen die Szenarien das allererste Mal. Das ist nie so, dass ich die, es sei denn, ich habe die für das Vorgängerspiel mal gespielt, aber das ist ja bei der Semmeringbahn ausgeschlossen. Aber ansonsten spielen wir die Szenarien meistens zum ersten Mal. Ich spiele die, wenn überhaupt, nur kurz an, um zu gucken, wie ist der Plan, stimmen die angegebenen Zeiten so im Groben geschätzt. So, jetzt aber. Ei, was ist denn hier passiert? So. Oh je, es sieht so aus, als würde ein Zug in nächster Zeit nicht weiterfahren. Die Fahrgäste werden gebeten, aus dem liegen gebliebenen Zug auszusteigen und mit ihnen Richtung Osten zu fahren. Ihre Fahrgäste, die nach Westen weiterfahren müssen, werden gebeten, auf den nächsten Zug nach Mürzzuschlag zu warten. Okay, die lassen wir also hier stehen. Wechseln Sie den Führerstand und machen Sie sich bereit für die Rückfahrt. So, und für die Rückfahrt haben wir, glaube ich, keinen Plan. So, dann machen wir das erstmal aus. Dann, müssen wir hier wahrscheinlich erstmal die Spitzenlichter, die Hecklichter auf die Seite einschalten. So, dann müssen wir hier, ganz wichtig, Zugsysteme, wenn ihr Führerstandwechsel macht, auf dem hinteren Führerstand Zugsicherungssysteme immer aus. Ausnahme ist, ihr seid auf einer Lok, dann ist das was anderes. Weil dann schaltet ihr das ja einmal fürs ganze Fahrzeug ein. So, und jetzt deaktivieren wir noch den Führerstand. Oh, nee, ich wollte nicht entkuppeln, sondern deaktivieren. Und dann... So, das machen wir auch noch aus. Und dann steigen wir einmal aus dem Zug aus. So, jetzt sollen wir aber noch mit Leuten sprechen. David, wo ist denn der David oder der David? Ach, halt, schaut mal hier. Streckenkarte. Noch was, weil wir haben keinen Fahrplan für die Rückfahrt. Das heißt, wir können uns jetzt hier ein bisschen Zeit lassen. Aber auch nicht so viel Zeit. Soll jetzt möglichst nicht länger werden als das erste Video. So, da vorne scheint der irgendwo zu sein. So, aber hier können wir Müll hier irgendwas machen? Nee. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, was die dritte Zusatzaufgabe ist. Deswegen, Leute, ist schlimm, schlimm. So. Hi, was gibt's?
David Meyerhofer. Jonas scheint im Schnee genauso viel Glück zu haben wie ich. Bringen wir die Fahrgäste so gut es geht an ihr Ziel. Das hört sich nach einem Plan an, ja. Und jetzt soll ich mit dir sprechen? Mit Jonas? Jonas, David ist ein Witzbold. Danke, dass Sie meine Fahrgäste mitnehmen. Ich muss noch so viel Papierkram erledigen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Du bist wahrscheinlich durch für heute. So, jetzt sollen wir wieder in unseren Zug einsteigen. Und jetzt erstmal die Fahrgäste ein Stück weiterbringen. Ich glaube, es ist Payerbach-Reichenau und da haben sie ja dann wieder im Anschluss in Richtung Wien. Die werden jetzt eine Ewigkeit unterwegs sein. Halt, nee, Moment, ich will mich noch nicht hinsetzen. Ich will erstmal wieder hier die Zugsicherungssysteme einschalten. Und die Spitzenlichter auf Zugspitzensignale einstellen in dem Fahrzeug. So, dann aktivieren. Den auf Vorwärts setzen, dann das Ding hier einstecken und auf Fahrstellung stellen. Dann schalten wir uns hier noch die Instrumentenbeleuchtung an und sollen jetzt schon, wir machen noch den Scheibenwischer an, wir sollen halt jetzt schon die Türen verriegeln. Ich hoffe, es sind alle umgestiegen. Und verriegeln wir die Türen und sind, ja, für unsere Zwecke soweit. Ich mache mal das noch ein bisschen heller. So. So, der Zweck ist soweit eigentlich abfahrbereit. Ja, dann machen wir uns auf dem Weg den Berg wieder hinunter. Ei, hier machst du wirklich was mit in dem Spiel. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Halt, es sind jetzt Breitenstein, Klammschott, Wien und... eben am Ende Payerbach-Reichenau, was dann die Endstation auch sein wird. Sind wir heute also außerplanmäßig ein Ersatzzug? Ja, also bis Breitenstein war es ja jetzt nicht so weit. Den Abschnitt sind wir ja gerade eben erst gefahren. Und dann müssen wir mal gucken. Oh! Scheibenplatz. Nee, da muss ja ein Stück angedingst sein, oder? Wieso hast denn du im Soll schon wieder das Ding drin? Oh, natürlich das wieder vergessen. So, was hast du jetzt drin? Jetzt hast du 45. Jetzt hast du 50. Genau so soll es das machen. Ihr müsst nämlich diesen Kompi hier bis ein Stück auf Fahrt gestellt haben, damit das mit der Geschwindigkeitsüberwachung bei diesem Fahrzeug auch wirklich funktioniert. Mal gucken, wie lange wir jetzt unterwegs sein werden. Soll wohl so um die 80 Minuten dauern, das Szenario. Und davon haben wir letztens 43 gespielt. Seht ihr unser Zug, eine Doppeltraktion. Hä, was hat der da jetzt drin? Ach, da hat sich sogar die Zugzielanzeige gewechselt. Das finde ich toll, auch wenn sie nicht ganz passt. Aber finde ich toll, dass die sich jetzt auch auf die neue Fahrt angepasst hat. Ja, die Fahrgäste werden sich bedanken. Die werden viel, viel später in Wien eintreffen. Das sieht ja aus wie so ein Schnellzug, was da liegen geblieben ist. Wir müssen in Payerbach-Reichenau noch umsteigen. Wir werden sehr, sehr spät Wien erreichen. Ihr seht, also hier kommt dann auch unsere Geschwindigkeitsregelung an die Grenzen. 2 km/h über das Erlaubte, aber es ist nicht so, dass der Zug jetzt ständig beschleunigt. Da vorne kommt dann wieder der Bereich, wo wir 60 fahren dürfen. Und hier ein Tunnel nach dem anderen. Ja, im Prinzip eigentlich Zeit lassen für die Fahrt. Ich habe keinen festen Fahrplan.
hier überqueren wir wieder diesen ganz berühmten Viadukt. Ne, dieser ist er noch gar nicht. Der kam, glaube ich, erst hinter Breitenstein. Das sind die weitere. Da kommt unser nächster Zug entgegen. Das ist der Zug nach Mürzzuschlag, der dann unsere Fahrgäste nach Mürzzuschlag bringen soll. Gut, dann müssen die doch nicht so lange warten, wie ich schon vermutet habe. So, wie weit beschleunigst du? Auf die 55? Ne, ich will noch ein kleines Stück weiter. Ja, das ist perfekt. Aber sehr, sehr steiler Abstieg. Ihr seht's. Jetzt unseren ersten von insgesamt 3 Halten erreichen. Damit. Ja. So, hier haben wir jetzt aber diesen großen, großen und wohl auch von der Strecke bekanntesten Viadukt. Vielleicht werden wir auch noch die ein oder andere zusätzliche Fahrplanfahrt machen. Es gibt ja zum Beispiel einige Fahrten mit dem oder der Vectron, vor allem im Güterverkehr. Könnt ihr die hier auch im Fahrplanmodus fahren, wenn ihr die besitzt. Die ist ja als DLC für TSW erhältlich, ansonsten noch im Deluxe oder Special schon dabei. Und hier haben wir da die wunderschöne, verschneite Landschaft am Semmering. Also ich habe es ja im vergangenen Video schon gesagt, sehr, sehr schöne, einfallsreiche Szenarien. Das passiert ja bei mir wirklich extrem selten, dass ich wirklich alle Szenarien durchspiele bei einer Strecke, auch wenn sie so lang sind. Hier, das ist ja zum Beispiel so lang, dass wir gesagt haben, komm, wir unterteilen das dann, wenn das so extrem, so eine Extremlänge hat. Dann wird es natürlich unterteilt. Aber gut, wir haben dann bei London Overground sind auch sehr schöne Szenarien dabei, möchte ich ganz ehrlich dazu sagen. Aber bei London Overground, da war es halt das Ding, dass danach relativ schnell gleich die nächste Strecke danach kam. So, erste Station. Hier ist auch schwer mit Anbremsen, wenn du vom Berg oben kommst. Gerade mit so einer Doppeltraktion musst du dann schon genau aufpassen. Und da kommt schon der nächste Zug entgegen. Also ziemlich viel Zugverkehr hier im Augenblick. So, und dann öffnen wir hier die Türen auf der rechten Seite. Es gibt ja zig verschiedene Varianten, wie man das hier machen kann. So, können wir die mal wieder rausnehmen. Der hält aber auch hier, oder? Nee, oder? Haben die Lichter im Zug an? Ja, haben wir. Die hatten wir angemacht. Ist jetzt wie, als wenn ich ein neues Szenario spielen würde. Ich hatte es vorsichtshalber auch gespeichert, weil es doch in der Aufnahme was nicht klappt, aber offenbar, dass wir nicht den Speicherstand nutzen, sondern der ist mit Speicherstand im TSW ist ja immer so eine Sache. Auch wenn das, glaube ich, auch schon optimiert wurde. So, Türen, alle Türen verriegeln. Dann leicht beschleunigen. Das sind vier, diese benannten 4 Kilometer, die aber wesentlich mehr sind, bis nach Kalamb-Schottwien. Obwohl, nee, welches Stück war denn so lange? War das bis ein paar Bereiche noch, was so extrem lang war? Kann das sein? So, dann einmal, zweimal,
Und ich glaube noch ein drittes Mal. So, und dann ist der Zug für die Rückfahrt. Für das hinunterrollende Berg schon fast ganz gut eingestellt. Da kam man jetzt fast nichts mehr hier. Ja, das am Semmering hat mich sehr überrascht. An diesem Szenario. Es war ja abzusehen, dass das hier natürlich ein bisschen länger dauert. Deswegen ist ja die Spielzeit auch so angegeben. Das war schon klar. Und man sieht es ja mittlerweile auch in der To-Do-List hier, was wir noch machen müssen, alles. So, konnte man erahnen, dass man wieder zurückfahren muss oder wusste es. Aber was der Grund dafür ist, das hat mich schon sehr überrascht. Ist ja von der Szenario-Gestaltung aber an und für sich kein Problem. Das funktioniert ja hier vom Prinzip her so wie im Train Simulator Classic. Also das eigentliche Bauen des Szenarios, das funktioniert anders. Aber das Prinzip ist dasselbe, dass du eben so eine zusätzlichen Objekte, wie eben mal so Schutt auf den Schienen und so weiter, dass irgendwas im Weg liegt, dass du sowas einbauen kannst. Solche plötzlichen Überraschungen. Sogenannte Scenery-Objekte. Wie ihr wisst, habe ich ja damals selbst gern für den Train Simulator Classic Szenarien gebaut, für verschiedene deutsche Strecken, meist mit Ansagen. Zum Schluss, glaube ich, sogar mit Ebola-Fahrplänen. Ist ja alles im Train Simulator Classic möglich. Ja, es wäre auch in TSW 4 möglich, solche Fahrpläne zu erstellen. Aber das ist natürlich auch ein ziemlicher Aufwand. Und die so, das, da müsste man ja ein Tool haben, dass die Fahrpläne so erstellt werden, dass die auch im Fahrplanmodus funktionieren. Ich denke mal, das ist wohl sehr aufwendig, weil die Schnittstelle ist ja da. Diese Bildschirme für den Fahrplan sind ja da und die funktionieren ja auch. Aber das müsste quasi nochmal sowas wie ein zweiter Streckenmonitor sein, der eben in den Fahrzeugen dann hinterlegt ist. Im Prinzip versteht ihr, wie ich das meine, vom technischen Prinzip her. Also, ich habe auch lange nicht mehr so eine lange Zugfahrt gemacht, von über einer Stunde. Also eine Stunde war ja immer so Kassel-Würzburg, wenn du die komplett gefahren bist. Ansonsten wüsste ich jetzt gerade nicht, wann bin ich das letzte Mal so lange in Trains and World 4 ein Szenario oder eine Fahrt gefahren? Ich wüsste es jetzt nicht auf Anhieb. Spirit of Steam natürlich, dieses eine Güterzug-Szenario, was ja wirklich einmal über die Strecke, also einmal wirklich, ich glaube mit 50 Minuten oder 40 war es angegeben und eine Stunde 18 Minuten hat es gedauert. Kann ich mich auch noch daran erinnern. Aber wir haben es durchgekriegt. War aber noch Zeit von TSW 2. Also schon sehr, sehr lange her. Ansonsten, wann habe ich mal so extrem lange Szenarien gespielt? Ja, eine Stunde Fahrt natürlich mal auf neuen Strecken. Wie jetzt hier bei der Eröffnungsfahrt. Einem der ersten Videos, klar. Aber sowas über eine Stunde, 20 oder Stunde oder 80, 90 Minuten. Ist schon sehr, sehr lange her. Ich weiß, St. Patrick's Great bin ich mal rauf und runter gefahren. Da dauert ja so eine Tour knapp 2 Stunden. Wenn du die komplette Strecke abfährst und dich an die Geschwindigkeiten hältst, muss man immer dazu sagen, wenn wir uns an die vorgegebenen Geschwindigkeiten halten wollen, dann dauert es halt. Und auf Sandpatch Quay, da fährt er ja quasi über diesen Sandpatch Pass und so und über den Gipfel fährst du ja, glaube ich, maximal 25 Meilen oder so. So war das irgendwie gewesen. Oder so ist das. 25 Meilen. Das zieht sich dann auch. Das, also sind umgerechnet so um die knappe 40 km/h höchstens. Das zieht sich dann natürlich. Ich weiß, dass wir dafür eine Fahrt von wirklich vom einem Ende zum anderen, das waren wirklich die absoluten Anfangszeiten noch von TSW, dass wir da wirklich eine Stunde gebraucht, also 2 Stunden gebraucht haben. Aufgeteilt in 5 oder 6 Videos. Das waren auch die Zeiten, wo ich auch noch so relativ langsames Internet hatte. Mittlerweile ist das ja Hochladen von großen Dateien überhaupt kein Problem mehr, aber so zu meinen YouTube-Anfangszeiten noch so eine langsame Leitung, wo du dir wirklich überlegen musst, wie lang wird dein Video. Also beziehungsweise die Leitung war von der Geschwindigkeit ja okay. Also von der Geschwindigkeit her war das, glaube ich, schon ganz in Ordnung. Aber der Download war halt, also der Upload war halt langsam. Und bei der neuen oder bei dem Upgrade der Internetleitung habe ich da schon drauf geachtet, dass da ein sehr, sehr hoher Upload dabei ist. Und der wurde ja dann sogar vom Internetprovider kostenlos nochmal höher gesetzt. Da kam irgendwann ein Brief, also eigentlich sollte es ein 20er Upload sein und der kam dann irgendwann ein Brief, nö, jetzt ab sofort haben sie 40, das kostet sie nicht mehr und so weiter und da viel Spaß damit.
Ja, also ich benutze, ich habe eine, wenn ihr das genau wissen wollt, eine 100er Internetleitung, 100 Download, 40, also 100.000 Download, 40.000 Upload. Ja, es gibt mittlerweile auch schnellere, schon im Gigabit-Bereich, aber es reicht völlig zu, um auch schnell Videos hochzuladen. Die News-Videos zum Beispiel, die Ankündigungen, das sind ja mehr oder weniger Dia-Aufnahmen, wo ich was dazu erzähle. Die sind ein paar hundert MB groß, höchstens. Die sind ja ratzfatz oben. Da brauchst du für die Beschreibung auf YouTube und so weiter, da brauchst du für die ganze Nachbearbeitung länger. Da braucht YouTube manchmal bei der Nachbearbeitung mehr Zeit als für den eigentlichen Upload. Und ja, was will man denn eigentlich dann mehr? So, warte, das aus. Und jetzt geht's auf die letzte Etappe unserer Fahrt. Und die letzte Etappe, ich glaube, das zweite Video wird nicht so lang wie das erste, so wie ich das jetzt sehe. Aber ich glaube, Payerbach und der Abschnitt war hier relativ lang. Ich weiß es nicht. Doch den Cut noch eher machen sollen. Aber ist ja egal. So 20 Minuten sind wir auf jeden Fall schon unterwegs. Mehr als 20 Minuten. Weit mehr. Wir haben den Wechsel und alles gehabt. Dürfte so etwa aufs Gleiche hinauskommen. So, dann machen wir das Ganze an. Und lassen den gemütlich hier auf seine 60 runter den Berg hinunter donnern und können uns hier eine sehr, sehr entspannte Fahrt machen. Und jetzt sogar gleich auf 70, also wir nähern uns mit riesen, riesen Schritten unserem Tagesziel. Ja, jetzt hat er wieder einen 10er-Schritt gemacht, warum auch immer. Verstehe ich noch nicht so ganz mit der Geschwindigkeitsregelung. Egal, wenn wir da wissen, wie es funktioniert. Insgesamt sehr schönes Szenario, zwei Führerstandswechsel dabei, also einmal komplett Kopf machen, was wir gerade in Sommering hatten, und im ersten Teil haben wir ja einen zusätzlichen Zugteil aufgenommen und mussten da vorne dann entsprechend in den Führerstand einsteigen. Also insgesamt sehr, sehr schön auf jeden Fall. Kann mal ein bisschen Blicke nach außen werfen, aber wir sehen natürlich nicht viel vom Altbrand hier bei diesen widrigen Wetterbedingungen. Ja, vielleicht nochmal zum Thema zurück. Also Internet, wie gesagt, habe ich 2017, glaube ich, das Upgrade dann gemacht. Ich könnte jetzt noch schnelleres bekommen, aber braucht man eigentlich nicht. Wie gesagt, wenn das schon so schnell ist, dass teilweise bei Kurzvideos die Verarbeitung auf YouTube länger dauert als der eigentliche Upload, reicht mir das ja völlig zu. Und auch so weiter, so einen guten Provider, wo es eigentlich, ich glaube, die Ausfälle, die es da gab, die letzten 10 Jahre, die kann ich vielleicht an einer Hand abzählen. Ja, zufrieden. Dann mal gucken, was die Zeit noch so bringt. Hardware auch schon während der YouTube-Zeit zweimal geupgradet. Der allererste PC, den ich hatte, der war ja. Da war noch gar nicht die Rede von YouTube. Das ist dann mehr oder weniger spontan entstanden. Da hat dann mal eine neue Grafikkarte und etwas mehr Arbeitsspeicher bekommen als erstes Upgrade. Und dann hat er noch von. Der war, glaube ich, gekauft 2012. Und hat 16 das Upgrade von mir bekommen. Und hat dann doch bis 18 locker durchgehalten. Der hat damals, glaube ich, auch das erste TSW weitestgehend problemlos geschafft. Dann kam der zweite PC und jetzt 2023 der dritte. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie weit ich den jetzt hier runtergebremst habe. Ja, hier war es ein, glaube ich, relativ langer Abschnitt. So, jetzt haben wir es aber richtig gemacht. Ich war versehentlich in die falsche Richtung gedrückt. Und deswegen ist der Zug schneller geworden. Ja, über 4 Kilometer. Ja, der Abschnitt hier war, glaube ich, relativ lang. Ja, und damit ist das wohl heute seit langem mal wieder ein sehr, sehr langer Trainsim World 4 Tag bei mir, denn ich habe zuerst das Video mit dem Schiebedienst aufgenommen, was am Donnerstag veröffentlicht wurde. Dann der erste Teil dieser Fahrt und nun der zweite Teil. Ich weiß, einige von euch spielen teilweise Tagschichten in Trainsim World, irgendwie die dann früh starten und wirklich da versuchen, den ganzen Tag die Schichten im Fahrplanmodus durchzuspielen. Aber ja, ich muss da bei meiner Gesundheit immer so ein bisschen aufpassen, dass ich das nicht übertreibe. Also
jetzt zählt das für meine Verhältnisse schon mit über 2 Stunden Spielzeit. Also in etwa grob zweimal oder dreimal grob 45 Minuten. Na gut, das dritte wird es nicht ganz 45 werden, so knappe 2 Stunden. Reicht mir dann ehrlich gesagt auch für den Tag. Ja, was dürft ihr noch von TSW erwarten? Natürlich weiterhin Videos zu deutschen Strecken. Österreichische Strecken kommen ja auch gut bei euch an. Vielleicht mal die ein oder andere Schweizer Strecke wieder einmal. Hier auf der Strecke, wie gesagt, wird es weitergehen. Möglicherweise mit einer Fahrt mit dem Railjet Express. Und außerdem mit möglicherweise nochmal mit einer Vectron-Güterzugfahrt. Weil additionell kann man ja so ein bisschen auch was machen. Da gibt es auch noch weitere additionelle Fahrten, die ihr hier auf der Strecke machen könnt, zum Beispiel mit der englischen Diesellok, mit der Class 47 und deutschen Intercity-Wagen oder mit der 103, sind noch so 2 Fahrten mit ja, beigelegt. Also ist schon rundum hier auf jeden Fall gesorgt. Vielleicht gucke ich auch mal, ob ich noch eine Fahrt finde, die jetzt von Semmering mal als Personenzug bis nach Mürzzuschlag geht. Ich glaube, da haben wir auch noch nicht alle Bahnhöfe bedient. Ich weiß es gar nicht so genau. So, 3,4 Kilometer noch. Wir nähern uns unserem Tagesziel und anscheinend hält uns nichts auf. Ich habe auch den Eindruck, dass im Verlauf hier so ein bisschen mehr Weiß auf den Bäumen ist. Es hat ja auch die ganze Fahrt hier geschneit, dass das Weiß auf den Bäumen mehr ist. Und das scheint auch ein sehr nasser Schnee zu sein. Wir haben das ja in Semmering gesehen, am Bahnhof Semmering, dass ja da eben schon das erste vor dem Zug lag und der Zug da fast mitten reingedonnert ist. Das ist ein Indiz dafür, dass das ein sehr nasser Schnee ist. Und bei nassem Schnee passiert ja sowas. Das nennt man Schneebruch. Und das betrifft natürlich nicht nur Eisenbahnanlagen, sondern auch vor allem auch Straßen. Da kann das öfters im Winter mal sein, gerade wenn es schneit. Aber es ist eigentlich noch zu warm. Also kein weicher Schnee, sondern so ein nasser Schnee. Da kann das durchaus passieren, dass da mal hier schnell hier und die Straße und jene Straße, die durch den Wald geht, eben einfach blockiert ist und die Feuerwehr den ganzen Kram dann wegräumen muss. So, wie weit haben wir es noch? 2,5. Jetzt sind wir wieder ein bisschen auf der geraden Linie, aber es ist, glaube ich, noch nicht die Station davor. Das ist noch eine weiter auf jeden Fall. Ja, werden wir so gute 40 Minuten dann unterwegs sein für diesen Teil des Szenarios. Auch die Szenarien zu London Overground, wie gesagt, wirken sehr interessant, weil die auch viele interessante Informationen mitliefern. Da gucken wir uns auf jeden Fall auch noch ein paar Szenarien an. Bornfire ist sehr interessant. Halloween wirkt sehr interessant. Dann ist noch was zum Thema Hochwasser. Also auch da werden wir, wenn wir die Zeit haben, nochmal reinschauen. Ich denke mal, das wird dann aber erst nach dem Long Island Railroad Computer der Fall sein. Mal gucken. Ich bin sehr gespannt, wie diese neue Strecke ab Montag oder Dienstag dann bei euch ankommen wird. Da sind ja die Meinungen so ein bisschen... ich würde mal sagen, da sind die Meinungen zu der Strecke so ein... Ich würde sie mal so als unterschiedlich ansehen. Aber ich bin trotzdem gespannt, wie bei euch diese wunderschöne Strecke ankommen wird. So, jetzt haben wir noch 1,6 Kilometer. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das davon ein quittierpflichtiges Signal ist. Ich bin noch nicht so super mit den österreichischen Signalen. Nee, das nicht, aber das nächste müsste eins dann wahrscheinlich sein. Ja, wir sind kurz vorm Ziel. Wir sind gleich da, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir sind gleich da. Davon scheint dann schon das Einfahrsignal von Peierbach-Reichenau zu sein. Und Peierbach-Reichenau ist wahrscheinlich für unser nächstes Video auf dieser Strecke dann der Ausgangspunkt, denn wir sind sehr nah dran, auch das Mastery freizuschalten. Vielleicht haben wir es auch schon freigeschalten, das weiß ich nicht genau, aber ich ahne, dass die Kilometer hier noch nicht ausreichend sind. Also Stufe 2 hatten wir auf jeden Fall. Stufe 1 haben wir relativ schnell abgeschlossen. Stufe 2 waren halt 2 Szenarien mit mindestens Schwierigkeitsgrad Stufe 4. Und außerdem eben also diese Szenarien abzuschließen. So, hier wird ein haltzeigendes Signal angekündigt. Das heißt für uns natürlich auf 45 runter. Aber da scheint, ja, da ist auch ein rotes Signal. Das bedeutet jetzt für uns auch hier, ja, es dürfte schwierig. Die paar Meter schaffen wir jetzt auch ohne Geschwindigkeitsüberwachung. Das ist ganz klar. Ja, können auch so auf der Bremse bleiben. Das scheint auch zu funktionieren.
Jetzt macht er doch mal die ein oder andere Kurve. Wir sind trotzdem nur über 700 Meter. Ja, PZB unter Absteigung, Abstieg muss man schon. Muss man echt schon ein bisschen beherrschen. So, natürlich dürfen wir uns nicht aus der PZB-Überwachung befreien. Da das nächste Signal ja eine Geschwindigkeit von weniger als 30 anzeigt. So. Und hier muss ja dann irgendwo der ja, hier ist dann der, jetzt müsste der 500er sein, aber der scheint nicht aktiv zu sein. Okay. Ist ja gar kein 500er. Ja, mal so an den Bahnhöfen, würde ich mal sagen. So, aber hier ist gleich der Bahnsteig, müssen wir sowieso anhalten. Damit erreichen wir das Tagesziel. Heierbach-Reichenau. Ja, ob pünktlich oder nicht, das spielt jetzt hier erstmal keine Rolle. So. Warum habe ich eine Zwangsbremsung? Das hatte ich doch schon immer, diesen Blödsinn. Das ist schon wieder das, was ich... Das ist wie derselbe Käse. Wo war jetzt hier das Problem? Hätte ich ja noch langsamer reinfahren sollen? Verstehe ich nicht. Egal, ich werde jetzt nochmal den Zug hier vorziehen. Das macht ja jetzt nichts. Wir haben ja keinen Fahrplan oder sowas jetzt hier. Jetzt ja keinen festen Fahrplan oder sowas, aber das habe ich jetzt auch wieder nicht verstanden. Wir waren doch unter 40 auf jeden Fall. Oder gibt es hier wieder ein paar Bugs? Ich weiß es nicht. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr wollt, wenn ihr mögt, Lust dazu habt. Also ich kann diese Zwangsbremsung jetzt nicht nachvollziehen. Egal. So, und dann machen wir mal auch auf dieser Seite das Ganze auf. So, Sicherungssystem. So, ich habe die Siefer doch an, oder? Ja, ist alles an. Und damit danke, dass Sie heute ausgeholfen haben. Sehen wir uns an, wie Sie abgeschnitten haben. Ich bin sehr gespannt. Zwangsbremsung, schade jetzt am Ende, aber die kann ich nicht mehr nachvollziehen. Ich weiß es nicht. Da hätte ich wieder irgendwas quittieren müssen, keine Ahnung. Egal, wir gucken uns das Ganze an. Ich glaube, so weit ist das Szenario gut gelaufen. Wir haben natürlich dank unserer Geschwindigkeitsbegrenzung jede Menge Minuspunkte. Es reicht aber trotzdem noch für die Platin-Medaille, trotz so vieler Minuspunkte. Aber das Verwenden der Zugsicherungssysteme bringt uns extrem viele Pluspunkte. Fahrplan haben wir weitestgehend eingehalten. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Und gebraucht haben wir 1 Stunde, 20 Minuten und 19 Sekunden. Also sehr langes Szenario, aber deswegen hatte ich ja gesagt, wir teilen das in zwei Videos ein. Ja, also, und das war das letzte Szenario der Semmeringbahn. Wir begeben uns nochmal ins Hauptmenü zurück und gucken uns nochmal die Auswertungen dieser Szenarien an. Und da, ja, wir gehen nochmal ins Hauptmenü. Wir haben ja noch ein paar Minuten Zeit, denke ich jetzt mal, in das Hauptmenü. Wir haben alle Szenarien abgeschlossen. Das Einzige, was, wir gehen nochmal auf die Strecke, die Semmeringbahn. Und ihr seht, 5 von 5 abgeschlossen. Dieses hier hat Gold, aber das ist auch sehr, sehr schwer, vor allem mit dem Ankuppeln. Da haben wir auch Minuspunkte und alles gekriegt. Ja, alle Szenarien erfolgreich abgeschlossen. Und nun die Frage, reicht es für das Mastery? Wir gehen mal auf Dovetail Live, dann auf Meisterschaft. Ihr müsst euch, wenn ihr da teilnehmen wollt, einmal registrieren. Und während des Fahrens, ganz wichtig, auch angemeldet sein. Und wir gucken mal, ob wir die geschafft haben. Nein, wir haben sie noch nicht geschafft. Wir haben... Okay, hier müssen wir einmal Transim World neu starten. Also, die Masteries zu dieser Strecke. Teil 1, zwei Szenarien haben wir ja zusammen gemacht. Zwei Fahrplanfahrten, da habe ich zwei Bereitstellungen in Mürzzuschlag gemacht. Das hatte ich dann mal schnell offline gemacht. Und wenn ihr Szenarien gespielt habt, wie das bei mir der Fall ist, dann muss man einmal kurz aus dem Spiel raus... Und nochmal rein und dann wird diese Bewertung auch aktualisiert. Das kann manchmal sein. Also wenn ihr es abgeschlossen habt und wir haben es ja beide abgeschlossen, ich war im Spiel, dann müsst ihr das einfach nochmal Spiel raus und nochmal rein, damit das auch richtig gewertet wird. Aber ich glaube, an Kilometern weiß ich nicht, ob wir das geschafft haben. Gut, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, damit verabschiede ich mich heute nach einer sehr, sehr langen Fahrt, ein sehr langer TSW-Tag und ich hoffe, ich darf euch im nächsten Video wieder begrüßen und habt bis dahin eine wunderschöne Zeit. Euer Felix.
der Weise.